Aber Ork, ich mache Schluss. Nein, Lilly, bitte nicht. Aber Ork, du bedeutest mir nichts mehr. Um genau zu sagen, du bist mir komplett egal. Oh mein Gott, hat Lilly das gerade echt gesagt? Das kann sie doch nicht ernst meinen. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, Herr Müller. So, wir haben jetzt ja Zeugnisse und darum werde ich sie jetzt verteilen. Also, ich kann nur eins sagen. Aber Ork, du hast dich in den letzten 2 Monaten so viel verbessert. Das hat deinen Notendurchschnitt von 4,0 auf 1,0 gehoben. Du bist echt der beste Schüler der ganzen Klasse. Herzlichen Glückwunsch für das Zeugnis. Jetzt kommt Paul. Naja, Paul, was soll ich zu dir noch groß sagen? Einfach wie immer eine 3-. Nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut. Kommen wir nun zu Lilly. Lilly, ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber dieses Papier hier, das ist komplett wertlos. Du hast einen Notendurchschnitt von 6,0. Damit bist du kurz davor, sitzen zu bleiben. Nächstes Jahr solltest du dich ein bisschen mehr anstrengen. Ach ja, und damit ist die Stunde übrigens beendet. Die Trennung mit Lilly, die hat mir echt zu schaffen gemacht. Aber in der Zwischenzeit habe ich mich viel mehr auf die Schule konzentriert. Mittlerweile geht es mir auch viel besser. Und ich bin über die Trennung hinweggekommen. Ich will aber auch unbedingt wieder zurückhaben. Was mache ich nur? Ich glaube, ich werde ihn jetzt fragen. Du... Aber Ork? Ja, Lilly, was möchtest du? Ich habe mich gefragt, ob wir vielleicht wieder ein Paar sein wollen. Möchtest du wieder mit mir zusammen sein? Nein, Lilly. Die letzten 2 Monate waren die Hölle für mich. Und jetzt geht's mir endlich wieder ein bisschen besser. Ich denke, wir sollten höchstens Freunde sein. Das wirst du bereuen! Oh Mann, ey, da kann ich doch nichts für, dass sie mit mir Schluss gemacht hat. Die letzten 2 Monate, die waren auch nicht für mich einfach. Das wird aber Ork bereuen. Wir haben jetzt Mittagspause und ich weiß ganz genau, dass er immer diese Pizza isst. So, und jetzt packe ich hier mein Gift aus und das tue ich da jetzt drauf. Die Pizza ist vergiftet. Und dann wird er um das Gegengift betteln. Und das Gegengift, das habe nur ich. Und das bekommt er nur, wenn er wieder mit mir zusammen ist. Das ist ein Meisterplan. So werde ich wieder mit ihm zusammenkommen. Hui. Naja, das tut mir auch ein bisschen leid für Lilly, aber ich empfinde einfach nichts mehr für sie, nachdem sie mein Herz so gebrochen hat. Die 2 Monate waren, wie gesagt, für mich auch nicht einfach. Naja, okay. Ich habe jetzt erstmal richtig Hunger und, naja, ich werde mir wie immer eine richtig schöne Pizza gönnen. So, da hinten, die lächelt mich doch schon richtig verdächtig an. Die werde ich mir jetzt erstmal schön einverleiben, da drücke ich mal drauf und, oh, lecker Pizza. Oh, was gibt's Besseres? Es gibt nichts Besseres als diese Pizza. Ist sie lecker, 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 lecker. So, Kinder, die Pause ist zu Ende. Schön, dass ihr alle wieder hier seid. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Unterricht an. Oh nein, irgendwas stimmt nicht. Herr Müller, ich muss schnell auf Toilette. Darf ich schnell auf Toilette? Aber Ork, wir hatten gerade Pause, da hättest du auf Toilette gehen können. Herr Müller, ich schwöre, ich muss da sofort hin. Na gut, aber Ork, aber nächstes Mal gehst du in der Pause auf Toilette. Alles klar, Herr Müller. Oh mein Gott. Schnell. Ich merke, dass da grummelt irgendwas ganz, ganz doll in meinem Bauch. Schnell auf Toilette und... Oh nein. Ich muss sofort nach Hause. Oh nein. Sonst mache ich mir noch in die Hose. Schnell nach Hause. Ich muss schon wieder auf Toilette. Schnell auf Toilette. Hä? Nanu, wer klingelt denn da an der Tür? Da muss ich sofort nachgucken. Schnell nach unten. Und. Lilly, was machst du denn hier? Na, aber Ork, musstest du unbedingt auf Toilette? Na klar musstest du das. Ich hab dich vergiftet. Und die Einzige, die das Gegengift hat, bin ich. Entweder du bist wieder mit mir zusammen oder du bleibst ja immer vergiftet. Sonst gebe ich dir das Gegengift nicht. Was soll das, Lilly? Gib mir das Gegengift. Ich gebe dir das Gegengift nur, wenn du mich jetzt küsst. Niemals, Lilly. Wir sind kein Pärchen mehr. Na, dann musst du wenigstens mit mir ins Kino gehen. Okay, Lilly, wenn ich dann das Gegengift bekomme, dann mache ich das.
Herzlich willkommen in Brookhaven Kino. Ihre Bestellung bitte. Mein Freund und ich hätten gern den liebsten Liebesfilm, den dieses liebe Kino zu bieten hat. Oh, ihr zwei seid ein Pärchen. Das habe ich gar nicht erkannt. Der liebste Liebesfilm kommt sofort. Und möchtet ihr noch etwas Popcorn dazu haben? Na klar, eine Liebespackung Popcorn bitte. Kommt sofort. Das macht dann 25,95 Euro. So, aber Ork, dann bezahl den Herrn mal. Was? Was? Ich soll das jetzt bezahlen, oder was? Na klar, du willst doch auch das Gegengift haben, oder nicht? Oh Mann, ey. Hier, bitteschön, 25,95 Euro. Danke, der Herr. Oh Mann, ey, der Film macht überhaupt keinen Spaß. Außerdem muss ich wieder auf Toilette. Die Vergiftung macht mir echt zu schaffen. Oh Mann, ey, diese blöde Vergiftung. Schnell rein ins Klo und... Oh Mann, ey. Hoffentlich gibt Lilly mir gleich das Gegengift. Aber schnell wieder zurück, bevor sie rummeckert. So, da bin ich wieder. Schnell reinschleichen und schnell hinsetzen. Aber Ork, wo warst du? Du warst viel zu lange weg. Tut mir leid, ich war beschäftigt, weil du mich vergiftet hast. Hast du das vergessen? Ey, aber Ork, dafür musst du gleich noch einen Film mit mir gucken. Ey, ihr zwei dort vorne, ihr seid viel zu laut. Ihr werdet jetzt rausgeschmissen, ihr stört die anderen Gäste. Mitkommen. Boah, ey, aber Ork, das ist alles deine Schuld. Weil du so viel geredet hast. Hä? Lilly, du hast mich doch angesprochen. Naja, lass uns mal schnell rausgehen, sonst kriegen wir noch Ärger. Kriege ich jetzt endlich das Gegengift? Ey, aber auch wegen dir wurden wir doch aus dem Kino rausgeschmissen. Du kriegst das Gegengift erst, wenn du mit mir shoppen warst. Komm mit! Oh Mann, Leute. Ich muss wohl mitmachen. Und aber Ork, wie findest du dieses Outfit? Ich finde dein normales Outfit viel schöner. Sag sofort, dass jedes Outfit schön ist. Oder du bekommst das Gegengift nicht. Ey, ist ja schon gut, okay. Wow, das Outfit, das steht dir super. Das ist das Schönste, was du je anhattest. So gefällst du mir schon viel mehr. Und was hältst du von diesem Outfit? Ja, das ist sogar noch viel schöner, Lilly. Und was hältst du von diesem Outfit? Und von diesem? 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 Diesen, diesen, diesen. Boah, Lilly, die sind alle so schön. Vor allen Dingen finde ich die noch viel schöner, wenn ich jetzt endlich mein Gegengift bekommen würde. Ja, das bekommst du, sobald du mir die Sachen kaufst. Aber Lilly, ich habe doch gar kein Geld mehr dabei. Ich habe doch alles beim Kino ausgegeben. Tja, ich würde sagen, dann hast du ein Problem. Dann musst du halt alles in diese Tasche reinpacken und klauen. Lilly, ich kann doch nicht klauen. Willst du dein Gegengift haben oder nicht? Schon gut. Okay, dann packe ich jetzt hier alles in die Tasche rein. Okay, 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 okay. Und Lilly, ich habe jetzt alles drinne. Okay, dann ziehe ich mich wieder um und hau vorsichtshalber ab. Ey, Mann, Lilly hat sich einfach gemacht. Die ist jetzt normal rausgegangen. Und jetzt habe ich hier diese große Tasche. Und jetzt versuche ich mal rauszugehen. Und schnell raus. Hey, stehen bleiben. Ich habe gesehen, dass du geklaut hast. Oh, stehen bleiben. Hier kommt die Polizei. Du bist verhaftet wegen Diebstahl. Hände hoch oder ich schieße. Oh nein. Ist ja schon gut. Ich habe meine Hände hoch. Oh Mann, ey, jetzt bin ich im Knast und ich bin immer noch vergiftet. Das hat alles nichts gebracht. Niemand klaut mir meinen Aber-Ork. Den hole ich mir jetzt wieder. Aber-Ork, ich bin hier, um dich zu befreien. Komm schnell mit. Oh mein Gott, die ist doch komplett durchgedreht. Da muss ich sofort hinterher. Lilly, oh mein Gott, Lilly, das kannst du doch nicht machen. Du kannst mich doch nicht einfach befreien. Lilly, das muss aufhören. Ich werde niemals wieder mit dir zusammen sein. Gib mir sofort das Gegengift. Ja, okay, Aber-Ork, ich denke, du hast recht. Hier ist das Gegengift. Bitteschön. Ach, danke, Lilly. Ich fühle mich schon viel besser. Ich hoffe, dir hat das Roleplay gefallen. Lass gerne ein Like und ein Abo da und schau dir auch das Video auf der rechten Seite an.